Ach ja, wieder mal um 1 Uhr nachts sitze ich hier und nehme auf. Ja, achso, da hat mich jemand im letzten Video, glaube ich, war es im letzten, ich glaube, ich war im letzten Part, gefragt, warum ich immer so spät aufnehme. Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, das kann man ganz easy damit erklären, dass ich tagsüber meistens, keine Ahnung, irgendwie Sachen für die Schule mache oder irgendwas anderes zu erledigen habe. Und dann, dadurch, dass ich ja Abendschule habe, irgendwie muss man ja mal aufnehmen und dann mache ich das halt meistens nachts. Meistens bin ich gerade mal so ein bisschen erstmal mich akklimatisieren, wenn ich nach Hause komme von langer Schule und so, sehr anstrengend und so. Also ich finde es jedenfalls schon. Und da dachte ich ja, irgendwann nimmst nachts auf. Das ist übrigens die Tendenz bei vielen Let's Playern, habe ich mir sagen lassen. So, aber heute wird Zeit hier. 16 Folge. Oh, ist länger als der erste Wario Land Teil. Schon mal gut zu wissen. Dachte ich, ja gut, heute wird Fail. Let's Fail Wario Land 2, ne? Erstmal richtig gegen den Boss abkrepeln hier, weil der ist ja mal ziemlich assi. Ja, du warst geil so. Wisst ihr? Also ich will jetzt ja nicht rassistisch. Ja. Habe ich nicht beim letzten Mal noch gesagt, ich wüsste jetzt genau, dass die immer von einer Reihe nach zur anderen, immer von rechts nach links durchgeht. Na, ich habe super hingekriegt. Nee, das ist aber so, also wenn man sich den Boss so anguckt, das ist dieselbe Frau wie in Wario Land 1, ne? Die Tussi, die uns da hier irgendwie irgendwas angetan hatte. Oder die uns die Peach-Statue geklaut hatte, die dann, naja, war Mario geklaut hat und, ja, ganz komisch irgendwie. Und, wisst ihr, das ist so eine Tussi, die kommandiert die kleinen Pillemann-Otzes rum, wisst ihr? Und das alles kann sie nur, weil sie Titten hat. Das ist so. Ja, hier, guck mal, her, hier. Voll an den Kopf geschmissen. Weg hier, oh. Oh, abgeflamed und, oh, wie scheiße. Ey, Leute, was war das denn? Ich wurde abgeflamed von dem kleinen Vieh und dann rinnt ins Feuer und burns hoch. Na toll. Also, ich sehe schon kommen, das hat hier a little bit of, ach, was heißt little bit, kommen. Einfach übertreiben. Richtig oft verrecken, ey, hier drinne. Man verliert dann mal kein Geld, also, boah. Wen juckt's ja euch, ne? Ihr denkt natürlich hier, ey, was macht denn der da? Kann er nicht mal gewinnen? Aber, dann werden nicht meine Let's Plays, Leute. Ja. Ja, mach mal Lack hier. Ey, no, gib mal. Gib mal so einen Spasti. Grüns, voll in den Kopf geschmissen. Boah, heiß, hot, 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 hot. It's very hot in there. Grüns, so. In den Kopf geschmissen. So. Jetzt fängt es an zu nerven. Oh, wie scheiße. Oh, die Bombe check ich irgendwie noch nicht. Da kommt immer die Flamme an der Anstelle raus und ich kapier das irgendwie nicht. Warum ist denn das so? Leute, gebt mir mal eine Antwort. Könnt ihr mir nicht. Ich kann mir nur selbst eine Antwort geben. Dafür müsste man allerdings etwas Intelligenz besitzen. Okay, eigentlich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich lange Zeit in meiner Kindheit immer, weil ich schlechte Noten hatte, immer für dumm gehalten, aber eigentlich so jedenfalls einige Lehrer und Teile aus der Familie. Nee, du bist nur unterfordert und man hat sich herausgestellt. Das ist wirklich so, aber gut. Sag mal, kannst du mal aufhören, die ganzen Viecher mal abzufackeln? Ich muss ja irgendwann mal einen Gegner haben, den ich gern Kopf bremsen kann, genau. You know. Oder unten an die Maschine oder whatever. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Komm her, Stinky hier. Was? Brems. So, jetzt kommt die hier mit so einer Kack-Attacke. Scheiß Bomben schmeiße. Ah, genau. Ah, ich hab's kapiert. Die Bombe hinterlässt eine Wave und die burns me on the floor. Nee, on the roof. Genau, roof ist Dach. Wo ich gerade bei Englisch bin. Aber nämlich einen Kurzvortrag an Englisch gehalten, war wieder mal ein bisschen nervös, obwohl eigentlich muss ich, glaube ich, nicht mehr wirklich viel Angst davor haben, Kurzvorträge zu halten. Denn ganz ehrlich, ich bin Let's Player. Mir liegt das Quatschen in der Seele und ich habe auch 15 Punkte bekommen und für die Abiturbewertung nicht kennen, 15 Punkte ist eine 1 plus. Ja, na toll, ne? Ja, erstmal schön angeben. Nein, sorry. Aber ich bin stolz. Boah, schon wieder. Hau ab, geh weg, kusch. Oh, it's very hot in there und so. Ich mag keine heißen Orte. Nein, na klar, wie dumm. Nein, oh, wie scheiße, weg hier. Oh, komm her, Typi, und Brooms, Treffer Number One. Captain Zepper. Ja, flame ihn ab. Das ist ja das. Oh, schon wieder, ey, was soll denn der Kack? Gib mir da mal ein Vieh. Ja, geht doch. Du, komm her. Ey, komm. Brems aufs Maul, Mann. So, schön abhauen hier. So. Oh, okay. Hab den Witz kapiert.
Worms, Alter. Flamet ja richtig ab. Oh. Wie mies. Aua. Oh mein Gott, ich lebe noch. Kaching. Oh nein, oh wie scheiße. Oh, wie krieg ich denn den dritten Treffer hin? Das geht doch gar nicht. Ich hab doch nur Dinge getroffen, die man nur kaching abgewehrt oder so. Richtig. Fail. Ich mach gleich einen Cut hier und guck mir ein Tutorial an oder so. Hier ist so ein Speedrun, da lernt man am besten, Lubik. Na, Fetti, jetzt aber. Zeig doch mal, du kannst hier. Kannst die Leute nicht voll in so einer Bitch rumschubsen lassen. So, ich weiß ja gar nicht, ob ich den Satz jetzt erlebt habe, aber das ist so eine typische. Also, die wirkt jetzt natürlich im Spiel so, ja, wir wissen, dass viele Frauen natürlich nicht so sind. Die wirkt so richtig wie so eine Tussi, die genau weiß, ich hab Titten und. Ah, deswegen bin ich ein Arsch. Och, Mann. Ach ja. Ist doch zum Kotzen. Was kann ich erzählen? Mir würde nur unnützer Scheiß einfallen. Ob ihr das wollt, das wird euch teilen, ich weiß nicht. Schon jetzt ein paar Jahre her, ein paar lange Jahre her, hat mir mal ein Klassenkamerad erzählen wollen, dass Frauen mit großer Körbchengröße außerordentlich friedliebend sind. Ja gut, naja, warum nicht? Könnte sein. Oh, da ist ein Burner hier, so eine Spaßflamme. Ja. So ein Typ, der sich versucht hat, seinen Furz anzuzünden und dann sich wundert, warum er abflamet. Ah, Burner, heiß, hot, hot. Da kommt der Nächste, der natürlich auch gleich abgeflamet. Ist doch gar kein Mann. Gib mir doch mal so einen Spaß, den Nick, um er töten kann hier, genau. Und, ja. Oh, nein, nein, scheiße. Weg hier. Wow. Ja, super damit. Burns. Jetzt kommt wieder ihr Kack-Bomben-Move hier. Und da gibt mal Bomben. Oh oh. Brooms! Weg hier. Hust du ab. Gib mal Bomben. Shit! Ich glaube, ich hab so einen Plan. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Ich glaube, ich muss den direkt. Das ist wie. Oh shit! Fuck! Holy, ist so hot hier! Oh nein! Oh, ich glaube, ich hab eine Idee, Leute. Nein! Oh! Shit! Oh! Oh, knapp, jetzt gib her. Nein, nein, oh, wie kacke. Warum grabst du denn die Bombe nicht fett? Die kannst du den fangen oder was? Wahrscheinlich hat er seine fetten Wurstfinger irgendwie nicht in den Griff. Und die flutscht ihn durch die schwitzigen, ekligen Dreckfinger durch. Oder keine Ahnung. Oder der Handschuh sitzt falsch. Oder was weiß der Kuckuck. Irgendein Problem muss er damit haben. Der hat schon öfters mal so einen Gegner irgendwie nicht fangen wollen. Der so den Kopf. Alter, Döner. Ja, okay, gut. Jetzt nichts gegen Döner. Döner ist gesünder als so manch andere Fastfood, ne? Mal guckt euch die Burger kurz an, die bei einigen Fastfood-Ketten gibt. Da denke ich so, oh mein Gott, oh, abgeflamed, weg hier. Haha, oh. Rindeschubs. Flop, komm her. Und Booms, voll gegengeballert. Weg hier, oh nein. Nein, Mann, hau ab. Geh weg. Was zum... Fang doch die scheiß Bombe, Alter! So. Nein! Oh, ich dachte, ich muss die oben reinschmeißen. Geht ja gar nicht. Oh, wie scheiße! Oh, nein, Flame Burner! Oh, wie scheiße! Oh, wie scheiße! Oh, wie kacke! Oh, Menno! Wie geht denn das? Oder muss ich das kurz bevor es explodiert da reinschmeißen oder so? Ich habe keinen Plan. Ich bin total. Derp, gerade irgendwie richtig ein Derp. Ich bin jetzt hier, sitze vor dem PC, nehme auf und bin am Arsch. Ja. Pass mal auf, ich schlag ja sonst keine Frauen. Ich schlag sonst eigentlich niemanden. Ich bin recht anti-aggressiv, was das angeht. Aber jetzt mal eine Ausnahme, ja, Bremsen. Aua, nein! Hör auf, wie zu flamen, Mann. Ich weiß, du magst gegrillten Speck, aber deswegen musst du doch nicht selbst grillen, Kumpel. Bremsen! Ich hau ab. Oh, abgeburnt. Gib mal Bombe. Bombe. Kching, abgewehrt. Was soll denn der Mist? Oh, Manno. Oh, fuck. Nein. Oh, nein. Du sollst dich doch bewegen, Fetti. Oh, ich brenne. Und dann lässt er sich noch mehr abbrennen. Ey, wie scheiße.
Also ihr seht, das wird richtig scheiße. Ich weiß nicht, wie ich den dritten Treffer, den magischen dritten, wie es so schön heißt, ja, alle guten Dinge sind drei, ich schlag den Gegner doch zu Brei. So ein schönes Motto, aber ich kann es nicht durchführen, weil ich einfach zu schlecht bin. Obwohl mir jemand mal in die Kommentare hat, ich hab den als Kind den Boss auch nicht geschafft, ja, das kann ich irgendwie verstehen. Heißt das jetzt, ich bin doch ein Kind oder was? Ich hab die Backe in Angel, ich bin 21. Komm her, los. Flap. Oh ja, voll richtig gut gelaufen. Oh, Worms, oh, heiß, heiß, hot, hot. Ja, Kumpel. Ist mein Leinsgenosse. Flap. Ins Face. Wo kommt die Bombe? Oh, hot. Ich geht nicht. Ich schmeiß instant dagegen, ja? Und da passiert gar nichts. Oh, ich hab nur direkt oben reingeschmissen. Das geht auch nicht. Oh, Mann. Ja, ist mir egal, da komme ich nie ran. Ich kann ja nicht riskieren, jetzt. Jawohl. Mal warten, warten, warten. Oh, scheiße. Noch zu früh? Oh, immer noch zu früh. Ich geh auf die andere Seite, lieber, ist mir sicherer. Okay, das wäre für eine Idee. Aua. Will sie mir abhören hier? Oh, das ist doch scheiße. Oh nein! Nein, 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 nein! Wow! Knappe Soße. Oh, Burns. Ja, kommst du mit deiner Kackfeuerwelle wieder, ne? Ja, gib mal her die Bombe, genau. Schub, gewappen. Ey, wie scheiße. Erstmal abhauen hier. Jetzt halt eine gute Position. Jetzt halt eine gute Position. Oh Mann, scheiße. Ey, wie lange muss man denn da warten? Weil so viel Zeit hat man doch gar nicht immer. Oh, wie scheiße. Fast, 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 fast. Jetzt. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Lol. Das war ein bisschen zu spät. Brüms, ja, hinten triffst du mir nicht. Kannst du machen, was du willst. Oh, das war knapp. Oh, das war. Oh, direkt in Luft gefangen. Oh, Brüms. Gib mal noch eine Bombe. Dankeschön. So, jetzt kann ich schön warten hier. Schön warten und. Oh, was? Lol? Hä? Wieso geht das nicht? Oh. Oh, nein. Oh, wie Hey, was soll ich denn machen? Ich hab das Ding jetzt geworfen, ist genau bei hier explodiert und ist nichts passiert. Hat einfach nur Schwing gemacht und im Arsch. Hä, das verstehe ich nicht. Wie soll denn das gehen? Das verstehe ich nicht. Also der Anfang läuft mittlerweile ja doch recht zuverlässig, ne? Das verstehe ich nicht. Oh, heiß! Oh, Entschuldigung, Kumpel, tut mir leid. Deine Hausherrin hat dich verbrannt. Du bist eine arme Sau, echt. Oh, heiß! Oh. Ja. Oh, 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 nein, nein. Oh, nein! Komm her! Und. Brums! Ins Face, jawohl. Gib mir den schnell. Oh, Ringelschubst. Ich bin so böse. Oh, mein Gott, weg hier! Zup, zup, zup. Zap, grabben, Booms. Ah, nein, oh, wie scheiße. Ey, was soll ich denn machen? Ich hab kein. Ihr habt's doch gesehen. Die Explosion hat er exakt getroffen. Oh, wie kacke. Ich kann den ganzen Tag an dieser Bitch hängen. Geht doch nicht. Ja, halt's Maul. Du bist doch kacke, du stinkst. Ja, wow. Gib mal Bosse hier. Genau, gib mal die Stinkies her, ja. Nein, nicht abflamen, Kumpel, nicht abflamen. Und Brums ins Face. Kann ich nicht irgendwie. Oder muss ich denn die Klappen irgendwie wieder abmachen oder so? Weil er hat ja die Klappen zugemacht und dadurch habe ich ja irgendwie eine Schmäh getroffen. Dann bin ich am Arsch. Brums, voll ruf. Voll auf den Kopf. Ja, jetzt schließt es sich ein und jetzt geht gar nichts mehr.
Ja, jetzt kommt sie macht doch kurz die Luke auf, um Bomben zu schmeißen, aber das Problem ist, dadurch, dass sie keine zweite Bombe schmeißt, heißt das für mich jetzt im Klartext? Aua, nein, 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 nein. Oh, wie scheiße, ey. Oh. Aber dass sie keine zweite Bombe schmeißt, kann man ja auch nicht sagen, ja, ich warte mit der einen Bombe in der Hand, bis sie die zweite schmeißt und werf dann voll die in die Ritze. Das geht ja auch nicht. Also wo ist der Trick dahinter? Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Ich kann das jetzt echt nicht so stehen lassen. Ein totaler Fail-Part. Oh nö. Halt's Maul, blöde Kuh. Schmeißt mit Bomben und ihren Untergebenen. Ich glaub, mir hat das in der Sichtshälfte, Alter. Friss das, Mann! Blöde Hure. Oh, Entschuldigung. Prostituierte. Das macht's auch nicht besser, Klubik. Was ist auf dem Arsch, Mann. Ja, das war natürlich auch schlau irgendwie. Ja, gib mal die Bombe her. Jetzt nochmal. Pass auf, pass auf. Ah, nein. Abgeburnt. Okay, jetzt bin ich auch voll in sie reingeflogen. Das habe ich auch schon als Gedanken. Vielleicht muss ich mich so an der Stelle hochflamen lassen, wo sie gerade ist. Und dann Wurms voll aufs Maul. Aber das geht auch nicht, habe ich gerade gesehen. Voll durch sie durchgeflogen. Einfach auch total realistisch. Aber gut, wir suchen ja realistisch und nicht in Videospielen. Bin ich generell, der sagt nicht jemand, das ist aber voll unlogisch. Dann denke ich so, hallo, alle Spiele, Videospiele sind unlogisch. Dann müsst ihr jetzt ja nicht irgendwie die Ausnahme machen und die großen meckern. Ist ja affig. Ja, ist ja gut. Oder hat die Explosion so ein Teil vielleicht geöffnet? Ich weiß es gar nicht mehr. Kabams, aufs Maul. Oder bin ich einfach nur so dumm, um auf das Einfachste nicht zu kommen, weil ich einfach nicht mehr gewohnt bin, das Einfachste zu machen? Ich hab keine Ahnung. Jetzt geht der Scheiß wieder los. Gib mal Bombe. Nein, gib mal Bombe. Oh, scheiße, nein, nein, schnell. Oh, Fetti muss springen. Ja, supi. Hat's ja richtig gebracht. Oh, knappe Soße. Ja, wow. Gib mal Bombe, gib mal Bombe. Nein! Oh, fuck! Mann! Oh, du musst ein bisschen sensibler damit umgehen. Mann, oh kacke, jetzt wollte ich das mal mit voll... Man kann mit B ja den Wurf aufladen. Da dachte ich, vielleicht kann ich so irgendwie die Wucht des... Oh Gott, jetzt bin ich fast in die rechte Seite drin gesprungen. Dass ich einfach auf... Nee, das geht auch nicht. Dann flippt sie zwar wieder weg, aber das bringt ansonsten auch nichts. Nee, scheiße. Das hilft überhaupt nichts. Gib mal Bombe. Ja, direkt ins Face! Habt ihr das gesehen? Da ist nichts passiert! Nada, niente, nothing, nichts. Ja, wieder direkt oben hat's geflimmert rein in die... Nö, nichts passiert und weggeflamed. Oh, wie scheiße. Ich hab keine Ahnung, wie ich den Boss platt machen soll. Ich kann auch nichts machen. Was soll ich denn sonst machen, außer die Sachen, die mir Fetti gibt, die mir die Tussi gibt, entgegenzuschmeißen? Och, Leute... Was soll ich denn machen? Ich hab keine Ahnung. Oh, wisst ihr was, Leute? Ich weiß nicht, der Part ist, glaube ich, lange genug. Theoretisch für eine Folge. In Sachen Fortschritt kann man den ja total unter Ulk verbuchen. Tut mir leid. Tut mir richtig leid, ey. Ihr denkt so, oh, geil, Mario Land. Und dann ist die ganze Zeit nur am Kacken hier, Alter, ey. Die einen dachten sich wahrscheinlich, ich kann mir richtig vorstellen, wie ihr davor sitzt und jetzt halt jetzt schon die Tastatur wundermal. Ey, du musst aber das und das machen. Aber ganz ehrlich, ich will das jetzt ja alleine schaffen, weil das wäre mir dann doch zu viel gespoilert und ich gehe mir davon aus, dass irgendeiner das schreiben würde. Darum werde ich mir jetzt mal kurz Gedanken machen und ja, dann würde ich sagen, im nächsten Part. Wie scheiße. Ah, gut, also unser übliches Motto. Bis dann wieder mal, ja. Was soll ich sagen? Macht's gut, haut rein, Tschüssikowski und...